So, Beschuss bitte einleiten. Wir wollen hier alles weg haben. Zombie TV. Hehehe, geilo. Moin moin, liebe Leute. Hier ist der Zombie. Es geht weiter mit Gates of the Gap. Genau. Wortkotz am Start. Gates auf Hell natürlich. Eieieiei. Was ein geiler Anfang. Wir haben wieder eine Angriffsmission. Letzte Mission lief sehr, sehr positiv. Ich konnte ordentlich einkaufen. Wir haben geforscht. Forschung haben wir uns im fünften Zug mit dabei geholt. Das heißt, wir haben jetzt hier noch mehr Einheiten. Und ich habe mir so ein Wurfrahmenfahrzeug geholt hier. Den hier. Und dachte mir jetzt einfach mal für die Folge, ballern wir einfach, wir ebnen einfach mal alles weg. Deswegen haben wir von den Dingen gleich zwei dabei. Nochmal einen stationären 21 cm Nebelwerfer. So dass wir auf jeden Fall mal richtig alles umpflügen können. Also auf dieser Map hier, Enzient. Ja, keine Ahnung. Französisch ist nicht vorhanden. Auf jeden Fall, diese Stadt werden wir komplett einebnen. Wir werden hier einfach keinen Ziegel auf dem anderen lassen. Habe ich mir gedacht. Wird bestimmt spektakulär. Mal gucken, ob sich das auch so umsetzen lässt. Auf geht's, ab ins Game. Wie immer im Ladebildschirm, Leute. Wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Lasst den Daumen nach oben da. Und schreibt auch gerne fleißig was in die Kommentare. Ich lese mir die natürlich immer gerne durch. Und ihr bekommt auch hundertprozentig eine Antwort, wenn ihr eine Frage habt. Also, ab und rein damit. So. Oh. Okay, es sind wieder ein paar weggeplöppt. Gerade geguckt, da waren viele Einheiten auf der Karte. Okay, hier ist noch eine Scheune. Das ist der Stadtkern, den müssen wir komplett plätten. Das ist auch noch eine Scheune. Na gut, okay. Dann fangen wir mal an. Wir übertreiben einfach mal richtig. Nur mal schön übertreiben. So, Panzer einsatzbereit. Ja, wohin mit dem Ding? Das dahin, dahin. So, fangen wir nochmal an. Kann man den eigentlich anhängen? Oh jo, kann man. Das ist natürlich nicht so schnell, das Kettenfahrzeug hier. So, eingepackt. Geht's los! Panzer einsatzbereit! Was soll ihr tun? Jawohl! So, hat sich auf jeden Fall ordentlich was versammelt auf Punkt E. Das werden wir mal entknoten. Jawohl! Wo soll das Ding hin?
So, gucken wir mal, was wir hier gemacht haben. Passt das? Das passt. Panzer, wir sind einsatzbereit. So, Beschuss bitte einleiten. Wir wollen hier alles weg haben. War nicht schlecht. Oh, was ist denn mit dem los hier? Wo will der denn hin? Der hat auch gar nicht geschossen, glaube ich. Warum ist denn der losgefahren? Achte! Feindgeschütz! Achtung! Feindgeschütz! Feindgeschütz! Feindliches Geschütz! Lebensmüde, wa? Hat jemand Feuer? Achtung! Feindliches Geschütz! Der muss auf jeden Fall gleich darüber. Die Befehle! Stehen schon alle auf offenem Feld jetzt. Panzer einsatzbereit. Guckt euch mal den Knubbel in der Mitte an. Da ist ordentlich was los. Achtung, feindliches Geschütz. Können die Schüsse eigentlich da im Boden gehen? Merkwürdig. Aber ohne Witz, wie konnte der in den Boden schießen?
getroffen, richtig. Das war ein Volltreffer, ja. Da raus. Steht ja auch noch einer. Oh, ich glaube, wir haben knapp drüber geschossen. Das war der Zaun. Jetzt aber. Wir hätten auch auf der Straße fahren können, ne? Oh, was ist das denn für ein Ding? Wie so ein Schwimmpanzer oder sowas, ne? Bleib hier! Ach, die Flak zerschießt das Ding schon. Hallo! Kann ich dich auch umfahren? Du bist mein Ziel! Bums! Keine Überlebenden.
geschossen. Oh, ist er daneben geflogen. Na komm, Tiger. Boah, die KI ist echt schlecht beim Ziel, ne? Das, was wir sehen wollen. Sehr gut, Männers. Jetzt vielleicht? Wieso fahren die denn immer? Der verweigert den ganzen Befehl hier komplett. So, Artillerie, darfst du auch nochmal schießen. Ich glaube, da steht noch was. Gehen wir nicht rum, ne? So, dann müssen wir noch für einen Nachschub sorgen. Die gleich noch weiter orgeln können.
Okay, ist alles zum Nachladen. Da kommt noch mal ein M4. Den haben wir direkt ganz erledigt. Krabum. So, wir dürfen hier nochmal feuern. Bisschen weiter nach hinten dieses Mal, würde ich sagen. Da sieht ganz gut aus. Durch die Lücke. Wow, Tiger, was ist los? Schläfst du? Guckt euch das hier an, ey. So eine Schweinerei. Na warte, jetzt hagelt's Truppen hier. Truck auch in die Luft gejagt, der war auch noch. Da muss erst wieder ein Panther kommen, ne? Wo soll das Ding hin? Hier rüber bitte. Ich will noch Kleinzeug. Browning 37er. Wo ist das andere Ding hier? Da. Noch ein Browning? Noch ein Browning. Und bleibt Panzer stehen. M4 früh. Oh, das ist schon ein anderer. Ich glaube, das ist der, den wir auch bei den Amis gefahren haben am Anfang, glaube ich, direkt. Ich glaube. Ich bin nicht ganz sicher. Oh, schon wieder so ein Haubitzen-Ding. Schuss verkackt.
Wie gut, dass die drei Mörser hier stehen. Ja, wohin mit dem Ding? Ja, nein. Nochmal aufsetzen hier, wir müssen das nochmal drehen. Sechs Leute schieben hier so ein Ding. Hier fünf. Mit dem Teil hin. Kanone erwischt. Zeig mal, wie bei einer Kanone erwischt hier. Kette ab? Ne, scheiße. Kanone kaputt, das gibt's doch gar nicht. Ist wieder einsatzbereit? Ne.
Reparieren! Leute! Weitermachen! Die Umgebung im Auge! Deckt das ganze Gebiet ab! Lade nach! Wo soll das Ding hin? Wir mit dem Teil hin. Warum reparieren die denn nicht hier? Er steigt aus, aber repariert nicht. Oh shit. Komm, dreh dich! Der hier ist gerade richtig Krieg ausgebrochen. Den Tiger haben sie leider in Brand geschossen. Nicht so schön, aber das kriegen wir hin. Was hier jetzt auf jeden Fall an Nachschub kam auf der Seite, war echt krass. Schießt denn hier hin? Ach du heilige Granate. Wo soll das Ding hin? Daneben!
Habt ihr Spielkarten dabei? Pass auf, dass wir uns nicht blockieren! Rücken wir aus, Panzer erwartet ihre Befehle! Oh, den haben wir auch zusammen geschossen, ne? Warum schießen die eigentlich nicht hier? Panzer einsatzbereit! Wir haben die keine Munition! Die 8-8 müsste hiervon eigentlich genug sehen können. Fliegt denn hier rüber? Ah, ich glaube, ich sehe es. Wo soll das Ding hin? Kann das sein, dass das der dicke Mörser ist? Mörser ist kaputt. Nur noch bis Weihnachten. Ja, ja. Dann packt mal zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die so weit laufen können. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Wir brauchen hier vorne dringend Munition! Sollen wir mit dem Teil Schützen bereit. Schnell, wir müssen weiter! Thank you.
Ich mach mal den Rest fertig. Zur Not halt auch mit ihren eigenen Waffen. Wer denn? Hä? Der Pilot ist ausgestiegen, ich glaub's ja nicht. Scharfschütze gewesen. Schwere Geburt, Leute. Schwere Geburt. Also, das, was ich versprochen habe, ein effektvolles Feuerwerk, haben wir aber gekriegt, würde ich sagen. Doch, doch. Also, ne?
ist viel kaputt gegangen. Wir haben viel zerstört. Es ist auch viel kaputt gegangen bei uns. Aber macht ja nichts. Das können wir ersetzen. Ich glaube, das können wir uns leisten. Gut, Leute, ich leck meine Wunden, sammle hier mal ein, was geht. Damit wir den Schaden so ein bisschen begrenzen können. Ein bisschen was ist ja hier an Fahrzeugen über. Das werden wir dann verkaufen. Ja, so wird es sein. Okay, Leute. So kann es passieren. Wir waren nicht ganz aufmerksam auf jeden Fall. Passiert, passiert. Wem das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.